gestatten Sie mir, dass ich eingangs noch auf die Wortspende von der Frau Kollegin Musiol von den Grünen eingehe. Sie hat kritisiert, dass Abgeordnete der Freiheitlichen von einem Bauchfleck gesprochen hätten. Ich darf Ihnen Folgendes dazu sagen. Wenn ein Initiator eines Volksbegehrens sich eine Latte von über 1 Million Unterschriften erwartet und er erhält von der Bevölkerung 350.000, dann kann man politisch durchaus von einem Bauchfleck sprechen, bin ich der Meinung. Das würde aber aus freiheitlicher Sicht nicht heißen, dass wir diese Unterschriften, die geleistet wurden, geringschätzen würden, sondern nach freiheitlicher Forderung würde das heißen, dass wir bei Erreichung von 250.000 Unterschriften die Initiierung einer Volksabstimmung zwingend erfüllen würden. Das heißt, hier unterscheiden wir uns von den Grünen und so gesehen lassen wir uns das auch von Ihnen nicht schlecht reden. Nun zum Außenpolitischen Ausschuss. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der außenpolitische Bericht in Bezug auf Südtirol und als Südtirol-Sprecher nehme ich natürlich im Namen meiner Fraktion dazu Position, ist um einige Zeilen ausgedehnt worden zum Unterschied vom Ausschussbericht von 2009. Das heißt aber nicht, dass er deshalb umfangreicher, inhaltlicher Natur geworden wäre, sondern er ist nach wie vor skandalös kurz und inhaltlich für mich sehr enttäuschend. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was hier in diesem Bericht alles fehlt, das würde die Sitzung sprengen. So viel hat sich in den letzten 3 Jahren alleine in Südtirol auf politischer Ebene getan. Ich denke nur daran, dass alleine der Landeshauptmann Thurnwalder hier zahlreiche Initiativen gesetzt hat, um mit der österreichischen Bundesregierung ins Gespräch zu kommen. Auch zu Neujahrsbeginn hat er angekündigt, sich um die österreichische Bundesregierung als Schutzmachtfunktion an Österreich zu wenden, weil die Entwicklung in Südtirol eine dramatische ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nur wird das von der Bundesregierung leider totgeschwiegen. Es besteht in diesem Bericht leider kein Wort zu der Blockierung der Finanzmittel, die aus Rom nach Südtirol fließen sollen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war für das Land Südtirol bereits existenzgefährdend, was hier die italienische Regierung in Rom aufgeführt hat. Mittlerweile hat sich das gelegt, mittlerweile in eine noch dramatischere Situation, dass nämlich die Gelder, die hier eingefroren werden sollen, das Autonomiestatut verletzen und das Mailänder Abkommen. Deshalb auch der Hilferuf des Südtiroler Landeshauptmanns an die Bundesregierung und ich hoffe deshalb ganz zwingend, dass die Bundesregierung endlich reagiert und Italien hier endlich in die Schranken weist. Es bestehen deshalb Autonomieaushöhlungen. Es ist ein Stillstand eingetreten in der Weiterentwicklung dieser Autonomie. Es bestehen nach wie vor die faschistischen Denkmäler in Südtirol. Und es gibt nach wie vor kein Einlenken Italiens, diese faschistischen Denkmäler zu entfernen. Und die österreichische Bundesregierung hat trotz dieser Entwicklung und trotz dieser annehmenden Dramatik in der politischen Entwicklung in Südtirol und in Italien keine Bedenken, die Schutzmachtfunktion bis heute in die österreichische Verfassung zu geben. Hier, Herr Bundesminister, hier hätten Sie Handlungsbedarf. Sie fordern von uns als Opposition ein, Ihnen zu helfen, die Sparmaßnahmen in der Verfassung zu verankern, obwohl Sie die Verfassung selbst gebrochen haben beim letzten Budget. Hier harren Sie seit Dr. Kohl, dass diese Schutzmaßnahmen in die österreichische Verfassung hineinkommt. Wo liegt hier der Unterschied? Wo liegt hier der Unterschied? Hier machen Sie eine dienende Politik zugunsten Italiens und zum Schaden Südtirols. Sie haben auch, und das werfe ich Ihnen konkret vor, seit Monaten, ja eigentlich seit 2 Jahren, den Südtirol-Unterausschuss boykottiert. Herr Bundesminister, diese permanente Aussetzung des Südtirol-Unterausschusses, der, wie man hört, auf Ihr Konto geht, Sie boykottieren die Termine, das ist bereits fast verfassungsschädigend, was Sie hier betreiben. Das geht zulasten Südtirols und der Interessen der Tiroler im südlichen Tirol. Und ich fordere Sie auf, diese Boykottmaßnahmen endlich abzulegen, damit dieser Südtirol-Unterausschuss endlich tagen kann. Dieses Parlament hat diese Ausschüsse bewilligt und auch genehmigt. Und Sie behindern alle Termine.
Der letzte Termin wurde jetzt nach 7 Monaten für Jänner angesetzt und vor einer Woche wiederum vertagt, und das auf Mai. Und das, weil Sie gegen diese Ansetzung dieses Ausschusstermins gewesen sind. Wir wissen das, auch Ihr Koalitionspartner hat uns das versichert, dass Sie hier der Hemmschuh für den Südtirol-Unterausschuss sind. Und eines sage ich Ihnen, wir werden eines nicht dulden, dass Sie konkrete Probleme, die hier in Südtirol anstehen, von der doppelten Staatsbürgerschaft angefangen, über 22.000 Unterschriften, die einer Behandlung harren, dass Sie das verhindern und in eine neue Gesetzperiode drängen wollen. Das wird es mit der Freiheitlichen Partei nicht geben. Wir werden den Tirolern bei der nächsten Wahl in Innsbruck bereits sagen, 10.000 Innsbrucker haben unterschrieben, Sie verhindern die Behandlung in diesen Ausschüssen, und wir werden diese Stimmen für uns gewinnen werden. Das kann ich Ihnen versichern.